Der Bergdoktor, das sagen die zu einem Die Bergretter-Crossover. Der Bergdoktor-Fans müssen gerade eine gezwungene Pause einlegen, denn die beliebte Serie feierte erst kürzlich ihr Staffelfinale. Bei all den dramatischen Entwicklungen rund um Martin Gruber, Hans Siegel, 53, und seiner Familie ist eine Atempause allerdings nicht gerade unangebracht. Den Slot am Donnerstag übernimmt seit neuestem eine andere Serie in schwindelerregender Höhe, Die Bergretter ist mit neuen Folgen zurück. Da beide Serien in gleichem Terrain spielen, ist eine Frage naheliegend: Wann kommt es denn zu einer gemeinsamen Folge? Es wäre schließlich nicht das erste Mal. Denn vor 10 Jahren gab es bereits ein Crossover, in dem Martin Gruber den ehemaligen Bergwachtschef Andreas Martaler, Martin Gruber, 52, traf. Und wie sähe es heute aus? Die Bergretter-Darsteller Sebastian Ströbel, 46, hat darauf im Interview mit TV Movie eine klare Antwort: Na klar. Ich hatte das mit dem Hans Siegel auch schon mal besprochen. Wir haben damals auch gesagt, dass wir uns das durchaus vorstellen können, wenn sich das ergibt. Es sei wohl schwer, beide Serien logistisch aneinander zu binden, so der Schauspieler weiter. Aber offen bin ich auf jeden Fall. Auch der Bergdoktor-Star Heiko Ruprecht, 50, hätte große Lust, gibt allerdings zu bedenken, dass es eine komplizierte Sache sei. Eine Geschichte zu entwerfen, die beide Serien unter einen Hut brächte. Das sei auch damals schon nicht ganz einfach gewesen. Ein Crossover steht also in den Sternen, doch zumindest die Stars hätten große Lust, wie auch sicherlich die Fans. Sie haben Fernsehnews verpasst. Lesen Sie den Serienticker der vergangenen Woche nach. Verwendete Quellen: tfmovie.de